So, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir nach Grönland gehen. Aber noch nicht aufs Boot. Ich weiß nicht, was das ist. Pinas Bay. Sag mal, Makrelen, ne? Hahnbarsch, Ringbo, Makrele, Bernstein, Makrele. Makrelen nur noch groß, ne? Große Bernstein, Regenbogenmakrele, Goldmakrele, Hahnbarsch. Hahnbarsch. Ist aber trocken. Hahnbarsch. Okay. Das sehen wir auf 5. Okay, aber lass uns doch mal hin. 1200. Egal. Ach, guck mal, hübscher. Boot kriegen wir auch, wie es aussieht. Schick. Okay, erstmal Kaffee schlürfen. Schick gemacht. So, habe ich hier Bewegungsunschärfe oder bin ich? Nein. Definitiv unscharf, wenn ich mich bewege. Hallo, eine Zahl. Ich habe kein Spiegelbild. Ich bin Vampire. Das ist auf jeden Fall mein Boot. Ganz schön Gerenne hier. Wir haben gar keine Feuerlöscher. Oh, guck mal da. Genau.
glitched. Going 3 miles now. Marlin, was schwerst dich. Ja, ich glaube, der einzige Weg, der geht da über den Steg zum Boot. Weil Werbung, Sakura oder wie heißt das? Wie weit man runtergucken kann, da siehst du ja jeden Fisch. Oder war keine. Gut. Aha. Hier, Hakengrößen und Fische. Big Day of Fishing. Da ist einer. Da auch. Ich soll mal gucken, ob ich direkt hier aufbauen kann. Wasser kann ich wahrscheinlich nicht. Ich muss ja alle rumschwimmen. Jawoll. Boah, siehst du den großen Fisch da hinten? Ich schwimme alles Mögliche und das ist alles groß. Also so richtig groß. Da nehmen wir mal die andere. Und mal hier gucken. Auch Makrelen, Bärenscheinmakrele. Nein, wir müssen jetzt groß denken. Regenbogen, Bernsteinmakrele, Hahnbarsch. Das ist ja Hahnbarsch? Ja. Was ist der? Hahnbarsch und alle möglichen Makrelen. Auch 10 reicht mir erstmal. Boah, guck dir mal den Haken an. Das ist ja nicht mal ein Haken. Dann links halten wir mal die Flinte. Langsam schleppen. Das ist ein Fischkuchen, den ich ja niemals ausgezogen. Das ist schon mal unrealistisch. Die Größe.
auch da links, da kommt noch einer. Und schon vorbei. Das war ein bisschen Feldmakrele. Ja, gemeine Goldmakrele. Die gemeine Goldmakrele ist ein Raubfisch, der in tropischen und subtropischen Wassern auf der ganzen Welt lebt. Hauptsächlich immer wieder von Korallenriffen unterhalb des Wasserspiegels. Sie erreichen eine Länge von 2,10 Meter. Das Wasser ist so laut. Und können bis zu 40 Kilogramm wiegen. Diese Fische bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 93 Kilometer pro Stunde fort. Gemeine Goldmakrelen sind Raubfische und ernähren sich vorwiegend von fliegenden Fischen, Krebsen, Krabben, Kalmaren, Makrelen und kleineren Fischen. Aber da rein wir kein Regen. Lift and drop, stop and go. Oh nee, ich lift and drop. Bernsteinmakrelen, lift and drop. Lift and drop. Oh nein, Fahrenball. Langsames Schleppen. 50 Kilogramm, 1,60 Meter. Wie viel Größe habe ich hier genommen? Ich kann jetzt hier alles reinbeißen. Also Hahnbarsch habe ich schon. Langsam schleppen, ansonsten müssen wir Lift und Drop machen. Da müsste ich dann auch die Musik, also nicht die Musik, aber das Wasser. Nicht so laut. Also bei der Geschwindigkeit hier würde ich fast sagen, das sind alles Makrelen. Boah, das sind wir jetzt im Kopf versuchen. Thank you.
geht er zum Ende hin mal langsam. Ja, hat noch nichts gefangen hier. Jetzt auch. Boah, was für ein. Wegen den einfach, das war ja ein Monster. Hab ich gesehen, wie der zugeschnappt hat? Kämpfe voller riesigen Fische. Da gibt es bestimmt 2000. Scheinmakrele, 1 Meter, 13 Kilo. Ne, die sind nicht so viel. So sehen die aus. Hier die spitze Flosse. Übrigens habe ich geguckt, nur bei Säugetieren heißt die Rückenflosse Finne. Bei den Fischen heißt es einfach Rückenflosse. Okay. Aber ist aber schwer, das mit dem Tod. Thank you.
das aber interessiert mich. Jetzt weiß ich, hätte ich helfen können. Ja, ich glaube Lift und Drop, dafür ist die Fangel nicht geeignet. Die scheinen sich nur einen kurzen Kampf zu liefern. Ich kann auch zu gehen. 40. Größer als der erste. Kann ich genau sagen. Einzel. Der Hanebuchen? Ja, Hahnball. 96 cm. Ist auch schick. Mit fetten. Ja, ist ein Hahn. Spitze alles. Hahnbarsch.
Zeigerbeam, ja. Gas. Drückt dann irgendwann hier. Kann man hier was aufstellen? Nein. Gut, hast du wieder nur eine Angel. Viele Gutschein. Immer dran.
Ach du Scheiße. Mit Fliegenfischen. Nur einen richtigen Köder haben. Keine gute Angel. Ich weiß nicht, die Casting, die kommt mir stabiler vor als die hier. Das ist so lang und wackelig. Irgendwann muss er ja mal aufgeben. Kriegen die raus. Der lange Angel. Ah, gemeine Goldmakrele. Was Neues. Wir gehen uns angebissen. 7 Kilo. Die sind hässlich. Hässlich wie die Nacht. Aber interessant hier mit dem großen Rückenflosse. Hätten wir die Luft. Schön ab jetzt mit dem anderen Köder. Also ist, der Köder ist jetzt sehr entscheidend. Unglaublich. Ja,
also ich fange lieber Fische, als dass ich mit diesem Haken so nur die einen riesen Fisch will. Da habe ich lieber diese mittleren Fische. Oh Gott, 15 Meter durch. Ja, ich muss ja einfach mal laufen. Anderes, seht ihr das? Ah ne, das ist diese andere Markierung, die Goldmarkierung, die normale. Das ist die andere. Wenn wir da rankommen. Fast noch einen zweiten hier erwischt. Regenbogenmakrele, genau. Neuer Rekord, 13 Kilo. 120. Klappt doch. Mal, bevor wir den Köder einsuchen, bei Wegen. Bis wir noch 3-4 Level gemacht haben und ein super starkes Zeug kaufen. Ja, momentan ist das ungefähr so ein Limit, was wir hier spielen. Ich kann eigentlich auch nur, sagen wir mal, das Ding an einer Grenze halten und der Haut abzunehmen. Oh, da kämpfe ich ja mal. 60. Wenn es so kurz rot ist, dann geht es. Wenn es länger rot ist, dann geht es. So, das war jetzt schon gefährlich. Jetzt zieh ich wieder. Boah, hier geht's ja immer auf volle Drücke. Okay.
Exit dann nochmal. Nochmal eine neue Gaffel, oder? Oh nein! Ich hab Q gedrückt statt I. Goddammit! Wie ist das? Ich hab gesagt, Q's Angeln abbrechen. Gleich wieder bimmeln, nehme ich an. Gedrückt, ne? Ich glaube 40 ist besser. Barsch. Okay. Die Fieder auf dem Rücken hier. Was hat die Schuppen hat der, ne? Die Wimpsen so weiß. Okay. Ja, ich glaube, war ein Schluss für heute. Gar nicht, hab ich zu gedrückt. Auf jeden Fall klappt das sehr schön mit das Ding. Ja, das klappt so. Jetzt wird mein Ende. Eine neue Gegend. Die kann man hier jetzt nicht machen. Weit fahren kann man auch nicht. Wenn man an der Boje vorbei ist.
Keine Hunde. Mann alleine. Wo ist das gekommen? Das ist Lebensrettungsgedöns mal. Ja, nur zur Wundbeatmung und so. Danger. Also die Giftfässer, die Frauen halt zur Auswahl haben. Das ist alles Giftfass. Please watch your step. Ist das niederländisch? Wiederbelebungskrieg, das sah irgendwie französisch aus. Okay, gut, dann würde ich sagen, Schluss mit jetzt.